Schwerpunktberechnungen funktionieren natürlich auch für zusammengesetzte Körper. In diesem Fall für das Fachwerk, welches aus 5 Stäben mit jeweils der Länge L und der Masse M besteht. Die Masse von Knotenblechen und die Dicke der Stäbe sollen vernachlässigt werden. Zu bestimmen ist der Abstand D für den Anschlagpunkt des Seils, sodass das Fachwerk beim Anheben nicht kippt oder sich zu drehen beginnt. Und das ist ein einfaches Beispiel dafür, wie man Einzelteile, deren Schwerpunkte man ja kennt, zusammenfügt und daraus den Gesamtschwerpunkt berechnet. Das heißt, die Strategie in dem Beispiel ist natürlich, dass dieser gesuchte Abstand D im Schwerpunkt liegen soll, im X-Schwerpunkt. Und der X-Schwerpunkt, den bezeichnet man normalerweise mit so einem X-Quer. Und der berechnet sich für aus Teilen, deren Schwerpunkte man kennt, zusammengesetzte Bauteile einfach als Summe. X Tilde, das sind die Abstände von der Y-Achse für die Einzelschwerpunkte dieser Stäbe von dem Fachwerk, mal die Masse, ich mache da I überall dazu, und das Ganze gewichtet, nämlich dividiert durch die Summe der ganzen Massen, also die Gesamtmasse. Was klar ist, ist, was die Gesamtmasse ist, das ist einfach 5 mal L. 1, 2, 3, 4, 5 ist die Anzahl der Stäbe, die sind alle L lang. Und wenn man die Masse pro Länge kennt mit klein m Tilde, dann kann man sofort die Gesamtmasse natürlich ausrechnen. Das sind in dem Fall 140 Kilogramm. Und für alles Weitere skizzieren wir uns Abstände rein, nämlich die Abstände der Schwerpunkte der Teilflächen. Wenn wir jetzt vielleicht die Schwerpunkte blau machen, so ungefähr zumindest. Die liegen natürlich immer bei der halben Länge, vorausgesetzt, das ist alles homogen von der Masse her. Dann gibt es hier ein x1-Tilde, x2-Tilde, x3-Tilde, x4-Tilde und x5-Tilde. Sie sehen schon, wichtig ist, dass man alles zu einer Bezugsachse bemaßt, weil wir können ja nur zu irgendeiner festgelegten Achse einen Gesamtschwerpunktsabstand ausrechnen. Und deswegen kann man da nicht irgendwie beliebig herum bemaßen, sondern man muss alles zu y messen, wenn man das d ebenfalls zu y wissen möchte. Was man noch braucht, ist hier oben ein Abstand. Den habe ich x Stern genannt. Das ist das, was dazukommt vom L mit dem Winkel Alpha da in die horizontale Richtung. Und dann, also schreiben wir mal vielleicht her, wir brauchen noch xi Tilde, mi über i summiert. Und dafür müssen wir natürlich einmal ausrechnen, was ist x1 Tilde, was ist x2 Tilde und so weiter. Das x1 ist l halbe Cosinus Alpha. Wenn Alpha hier ist, dann ist es der Cosinus darüber mit l halbe. Das schreiben wir gleich her, das ist 1 Meter. Das x2-Tilde ist nur L halbe, das zeigt ja schon horizontal dieser Stab, das sind 2 Meter. x-Stern braucht man, das ist L Cosinus Alpha bis ganz rauf hier, das sind 2 Meter. x3-Tilde ist dann das x-Stern plus wiederum L halbe, Cosinus Alpha dazu, dann ist es der x3. Also der hier ist wiederum von hier gemessen Cosinus von dem Winkel Alpha horizontal und das sind 3 Meter. x4-Tilde ist dann x-Stern plus L halbe, das ist der obere horizontal liegende Stab und x5 Tilde ist L plus L halbe Cosinus Alpha. Also von hier bis hierher L und dann wieder das L halbe Cosinus Alpha da dazu. Das ist jeweils 4 und 5 Meter. Und das setzen wir oben ein.
die Länge all dieser Dinge mal diese reduzierte Masse m und dann die Summe über alle x1 Tilde, x2 Tilde und so weiter. Das hier ist die Masse für jedes Teilstück mi, weil ja jedes L lang ist. Und wenn man das da raushebt, dann hat man natürlich wieder die 5L m Tilde und multipliziert mit dem jeweiligen Abstand, die sich natürlich unterscheiden. Ja? Das heißt, dieser Beitrag hier, xi Tilde mi, sind 420 Kilogramm Meter. Um jetzt das d auszurechnen, das ja der Schwerpunktabstand in die Horizontalrichtung war, müssen wir also 420 Kilogramm Meter nach dem da oben durchdividieren durch die Gesamtmasse von 140 Kilogramm. Dann kommen einmal Meter raus von der Einheit her und ein Zahlenwert von 3 Meter. Und dann weiß man, wo hängt man das Seil an, damit man den Rahmen so hochheben kann, ohne dass er pendelt.